verlege meinen Standort nach Danzig und stehe im Stadtteil Stogi auf dem Campingplatz Nummer 218. Der Platz hat ein bisschen den Charakter von einem Abstellplatz. Da ich aber in den kommenden Tagen viel unterwegs sein werde, ist das nicht schlimm. Ich mache mich auf die Socken und laufe zum nahen Strand der Ostsee. Hier blicke ich nach Norden. Das nächste Land ist die schwedische Insel Gotland. Blick Richtung Westen sehe ich den Hafen der Stadt Danzig. Eine Endhaltestelle der Linie 8 liegt in der Nähe des Campingplatzes. Sie bringt mich in die Innenstadt. Die Mottlau durchfließt die Stadt und mündet in die Ostsee. Hier sind Boote und Schiffe fast aller Klassen zu sehen. Mit diesen Buggys die Stadt zu erkunden, wäre sicherlich reizvoll. Aber überall komme ich damit auch nicht hin. Danzig ist ein Touristen-Hotspot. Wie überall wird da geknipst und fotografiert, was Akku und Speicherplatz hergeben. Ich schlendere entlang dem Ufer der Mottlau und bewundere die tolle Architektur auf der anderen Seite. Auch dieses Schiff fällt mir direkt ins Auge und ich halte es für ein Restaurantschiff. Das Krantor, das Wahrzeichen Danzigs, steht auch an der Mottlau. Selbstverständlich, denn hier wurden sowohl die Flussschiffe aus dem Hinterland als auch die Ostseesegler entladen. Und Zugang zur Stadt bot es auch. In diesen mehr als 6 Meter messenden Rädern schufteten Kranknechte. Ähnlich einem Goldhamster drehten sie die Räder mal nach rechts, mal nach links, um den Kranhaken auf und ab zu bewegen. Und dann sehe ich dieses Schiff doch auslaufen. Wünschen wir ihm gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unter den Kiel. Weiter geht's. Auch die Gassen in der zweiten Reihe bieten tolle Einblicke. Und ehrlich, da hatte ich nicht mit gerechnet. Ich finde die Marienkirche. Die muss man natürlich auch ansehen. Der Backsteinbau wurde Mitte des 14. Jahrhunderts begonnen. Die Marienkirche ist der größte Backsteinbau der Welt aus dem Mittelalter. Sie ist der Gottesmutter geweiht und zurzeit Baustelle innen und außen. Daher ist der Altar auch nicht zu sehen.
Ein ganz besonderes Schmankerl ist hier zu bewundern. Eine astronomische Uhr des Uhrmachers Hans Düringer aus der Mitte des 15. Jahrhunderts. Es gibt nur 5 vergleichbare Exemplare. 3 davon in Deutschland. Und zwar in Rostock, Lübeck und in Münster. Letztere haben wir auch schon gesehen. Täglich zum Mittag setzen sich die 12 Apostel in Gang. Ich finde es immer wieder spannend, dass vor mehr als 550 Jahren ein solches mechanisches Wunderwerk erbaut wurde. Toll! Und weil ich meine Throne nicht mit in die Stadt nehmen will, steige ich der Kirche auf den Turm, um dir Danzig aus der Vogelperspektive zu zeigen. 409 Stufen habe ich mich für dich hier hochgearbeitet. Ich ziehe weiter durch die Rechtsstadt und denke so still vor mich hin, wenn ich überlege, dass die Danziger Altstadt nach dem Zweiten Weltkrieg bis zu 90% zerstört war, steigt mein Respekt vor den Polen. Was dieses Volk geschaffen hat und immer noch weiter daran arbeitet. Szybko otoczyli parawanem Neptuna, żeby dzieciaki tak jak wy nie maczały tam palców. To znakiem tego. Królowie nie chcieli mieszkać w tamtej bramie. Bald zeigt sich der Himmel über Gdansk dunkel verfärbt und ich denke, es wird Zeit, zum Zuhause auf einer Achse zu fahren. Die Mopedlust erwacht in mir. Heute wird das ein stures Geradeausfahren. Ich will zum frischen Haff. Wenn möglich, bis an die russische Grenze. In langgezogenen Kurven führt die Strecke durch endlos erscheinende Wälder. Aber ich komme auch durch einige Dörfer. Und die sind total auf Tourismus eingestellt. Bald beginnen die Sommerferien und dann soll hier der Teufel los sein.
Ich gelange nach Krynitschka Morska und das Städtchen zeigt sich so richtig mondän. Mit einer Tonnenanfahrt zum Ostseestrand. Auch die Seite zum Boddengewässer zeigt sich auf die Urlauberflut gerüstet. Vergnügungspark und Verkaufsstände sind auf den Ansturm gerüstet. Mit allem, was der Tourist so braucht. Auf meinem Weg nach Osten finde ich einige Badestellen am Meer. Aber das Wasser scheint noch zu kalt. Niemand traut sich. Ich folge dem Platten. Aber dieses Gebäude scheint mir das letzte auf polnischer Seite zu sein. Google Earth beweist es mir später. Hier oben verläuft die Grenze. So, ich habe jetzt Danzig verlassen und bin in Sopot. Das soll ein ganz mondäner Kurort hier an der Küste sein. Hinter mir sieht man die Seebrücke. Und sie soll wohl die längste an der ganzen Ostseeküste sein und ragt mit über 500 Metern in das Meer hinein. Da drüben kann ich noch die Hafenkräne von Danzig sehen. Ich habe jetzt mal den Standort gewechselt. Vielleicht kann man sehen, hinter mir ist kräftiger Schiffsverkehr. Ja, die Ostsee ist ganz schön belebt. Überall gibt es hier schöne Strandcafés. Vielleicht lasse ich mich da gleich einmal nieder. Auf jeden Fall lasse ich mir jetzt erst einmal ein bisschen die Wellen um die Füße spülen. Wasserrettung bereitet sich auch auf die anstehende Hochsaison vor. Und jetzt rauf auf die Seebrücke. So, ganz hinten an der Seebrücke angekommen, will ich euch erzählen. Ich verlasse jetzt gleich die Woiwodschaft Warminski-Masurski und fahre rüber in die Kaschubei, das heißt Richtung Westen. Und dann werde ich so langsam entlang der Küste nach Hause tingeln. Ich nehme euch jetzt noch mit ein bisschen durch Sopot. Wir gucken uns dann noch ein bisschen um
Und wenn euch mein Film gefallen hat, wenn dir mein Film gefallen hat, dann vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu geben und da unten den Kanal zu abonnieren. Und du wirst immer wieder sofort über Neuestes informiert.